Effendi, ich bin etwas vorausgeritten. An der Lichtung dort im Wald liegt ein totes Pferd, von dem nur noch das Gerippe übrig ist. Wir reiten hin und sehen es uns an. Seid vorsichtig. Hier gibt es Bären. Ein Bär kann dieses Pferd gerissen haben. Oh Allah, ich rieche es schon. Ich muss meine Nase zuhalten. Wir werden nach Spuren suchen müssen, damit wir den Bären nicht in die Pranken laufen. Bringt die Pferde in Sicherheit und versteckt euch dort hinter dem Felsenvorsprung. Dort sind wir sicher. Sidi, wäre es nicht besser gewesen, wir hätten uns getrennt? Vielleicht. Wir hätten ihn dann von beiden Seiten nehmen können. So lass es uns doch tun. Nein, du unterschätzt die Gefahr. Vor allem merke dir, du schießt nur dann, wenn ich es dir erlaube. Du willst vor mir schießen? Ja, weil mein Gewehr sicherer ist als deine alte Reifel. Pah, ich wollte es sein, der ihn erledigt. Was für ein Ruhm soll es für mich sein, wenn ich Hanne, der herrlichsten aller Frauen, erzähle, dass du den Bären erlegt hast? Ich will ihr sagen können, dass er durch meine Kugel fiel. Eine Kugel wird ja noch nicht reichen. Du bekommst deinen Schuss. Wir haben von hier ein schlechtes Zielen. Das denke ich nicht. Das Pferd liegt doch kaum 15 Schritte von uns entfernt. Effendi, brüllt ein Bär? Nun, nicht so wie ein Löwe. Er brüllt nur im Todeskampf oder in der Todesangst. Ich glaube, er kommt nicht zurück. Wir haben uns umsonst gefreut. Ich werde wohl niemals. Da fiel ein Stein herab. Kann er das sein? Gewiss, Bären sind vorsichtig. Jedenfalls werde ich ihn riechen. Ist das möglich? Für den Geübten ja. Wilde Tiere haben einen scharfen Geruch an sich. Horch. Riechst du ihn schon? Er kommt. Ich rieche ihn bereits. Ah, der soll einen Gruß bekommen, dass er staunen wird. Nicht so voreilig. Du schießt erst nach mir. Verstanden? Ist er das? Ja, er ist es. So schieße doch. So schieß doch endlich. Nur Geduld, du zitterst ja. Aber nicht vor Angst. So schieße doch endlich, damit ich auch drankomme. Schieße doch. Beherrsche dich, Kleiner. Ich schieße erst, wenn ich ihn richtig im Ziel habe. Aber wir können doch nicht stundenlang warten. Das ist auch nicht meine Absicht, aber ich muss warten, bis er sich aufrichtet. Oh, jetzt sehe ich ihn ganz deutlich. Ich schieße. Weg mit der Flinte. Du Esel. Du hast ihn ja verscheucht. Verscheucht? Verscheucht? Erlegt habe ich ihn. Oh, Allah il Allah, und groß ist sein Prophet. Ich habe den Bären erlegt. Wenn du noch einen Laut von dir gibst, bekommst du meine Faust zu spüren, du... Da ist er. Sieh doch, wie er taumelt. Ich muss hin, hinter ihm her. Israt, wo ist Halef? Er ist hinter dem Bären her. Halef! Halef! Sidi, ich habe keine Kugel mehr. Spring zurück, schnell. Verdammt. Er hat mein Gewehr aus der Hand geschlagen. Halef, dein Messer. Schnell! Schnell! Gott sei Dank. Ich habe ihn erledigt. Aber er war ja auch schon schwer angeschlagen. Er hatte keine Kraft mehr. Deine Kugel, Halef, ist ihm dicht am Herzen eingedrungen. Sie war tödlich. Allah Akbar, Allah ist groß, aber dieser Bär, oh, ist er tot, Sidi? Ja, und nun wollen wir nach altem Jägerbrauch verfahren. Du, Halef, hast das Tier angeschossen. Dir gehört das Fell. Sidi, ist's wahr? Ich soll das Fell bekommen? Oh, Hanne, meine süße Hanne und mein Söhnchen Kara Ben Halef wird auf ihm schlafen. Ich habe ihn erstochen. So gehört mir das Fleisch. Den Kadaver werden wir begraben. So, nun an die Arbeit. Nehmt alles mit. Wir werden es brauchen können. Effendi, ich habe eine Hütte ausgekundschaftet, aus der seltsame Geräusche kommen. Es klingt, als würde ein Tier verenden. Wo ist die Hütte? Wie weit ist es bis dorthin? Vielleicht eine halbe Stunde zu reiten. Ganz nahe. Schleiche dich heran und warte, bis wir nachgekommen sind. Dann berichte, was du gesehen oder gehört hast. Ja, Sidi. Du musst dem Lichtschein nachreiten. Wir kommen gleich nach. Wenn ihr fertig seid, können wir reiten. Ist alles klar, Halef? Wir können weiter, Sidi. Hilfe! Hilfe! Es brennt! Ich stehe in Flammen! Auch hier Flammen! Überall Flammen! Hier! Da! Hilfe! Hilfe! Du Hund! Hund! Bist also doch gekommen! Allah verfluche dich! Mübarek, geh in dich und bitte Allah um Gnade. Bevor sich die Sonne erhebt, wirst du vor deinem ewigen Richter stehen. Scheitern! Du bist mein Mörder! Aber ich werde nicht sterben! Dich will ich sterben sehen! Mübarek,
Noch in letzter Sekunde willst du deine Seele mit einer Bluttat belasten? Schweig! Warum habe ich das Fieber? Warum bin ich auch so schwach, dass du mir die Waffe entringen konntest? Aber höre, was ich dir jetzt zu sagen habe. Du fürchtest dich vor mir. Oh, es ist auch furchtbar, mich zum Feind zu haben. Allah! Allah! Es brennt schon wieder. Ich sehe das Feuer kommen. Es naht, es naht. Allah! Es brennt. Es brennt. Wo ist der Mübarek? Er ist tot. Wir wollen aufbrechen. Was, jetzt schon? Wir könnten doch noch 2 Stunden schlafen. Wir könnten sogar noch einen ganzen Tag schlafen, aber wir werden reiten. Ich liebe es, in der Morgenfrische zu reiten. Mach dich frisch.